Was wäre ein neues Jahr ohne Neujahrsempfang? Vergangenen Freitag gab sich der Bürgermeister von Christkirchen die Ehre, die hohe Politik und zahlreiche Ehrengäste in die Mangelburg einzuladen. Den Auftakt dieser Veranstaltung bildete ein Jahresrückblick auf das Jahr 2002, wobei man voll stolz auf die Stadtgemeinde Christkirchen blicken konnte. Wenn wir heute gesehen haben, welche Leistungen die Christkirchnerinnen und Christkirchner im abgelaufenen Jahr erbracht haben, von Weltmeister über Professorentitel, über höchste Zertifikate, über Forschungspreise, dann glaube ich, kann man schon froh sein und stolz sein, in so einer Gemeinde wie Christkirchen Bürgermeister zu sein. Ja, wie Sie heute wahrscheinlich mitbekommen haben, hat der Bürgermeister, Herr Großrock, hat es sehr eindrucksvoll bei seiner Neujahrsansprache zum Ausdruck gebracht, dass der Bezirk Christkirchen ein sehr dynamischer Bezirk ist. Und das macht natürlich Freude. Auch schien das vergangene Jahr für die Vielzahl der Anwesenden sehr positiv verlaufen zu sein. Das ist sehr erfolgreich und sehr gut, weil ich bin jetzt in Pension gegangen und habe ein Geschäft gehabt und habe es erreicht, eigentlich für mich ganz super. Und ich bin in der Gemeindepolitik, also in der Gemeinde mittätig, im Gemeinderat, und ich muss sagen, da ist sehr hervorragend gearbeitet worden, auch die Stadtverschönerung, und wenn man das sieht und mitreden kann und mitwirken kann, ist das so was Schönes. Für mich persönlich war es ein spannendes Jahr, ein interessantes Jahr. Es war mein erstes Jahr hier in Christkirchen als Leiter der Wirtschaftskammer in Christkirchen, und es war insofern sehr spannend, weil es eine Aufbruchsstimmung konnte ich hier erleben, und ich glaube, dass auch das neue Jahr voller Tatenkraft von meiner Person ist, aber auch, was wir heute hier gehört haben bei diesem wirklich interessanten Empfang. Ja, schön natürlich. War ein gutes Jahr. In beruflicher Weise also Veränderung gebracht, und für mein Hobby, also das Bridge-Spiel, war sehr erfolgreich. Trotz größerer Turbulenzen mit dem Hochwasser eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Touristisch gesehen haben wir diese zwei Wochen, wo das Hochwasser dominiert hat in der Region, eigentlich wieder ausbessern können. Es ist positiv verlaufen und erfolgreich und gesund. Die Verleihung von Urkunden an Verdiente mit besonderen Leistungen aus Sport, Kultur und Rettungseinsätzen bildete den Höhepunkt dieses Empfangs. Durch das Hochwasser auch in Mitleidenschaft gezogen, war das Bundesheer auch im Bezirk Christkirchen zur Stelle. Es waren hier Soldaten aus Wales vom Panzerbataillon 14 und vom Kommando vom Oberstleutnant Bauer im Einsatz. Und ich glaube, dass wir in der Zeit zwischen dem 13. und 25. August so viel Hilfe bringen konnten, dass die Kräfte, die aus dem zivilen Bereich gekommen sind, entsprechende Unterstützung bekommen haben. Nach einer Vorschau auf die Aktivitäten des kommenden Jahres wünschen sich die meisten für das Jahr 2003. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe mit meiner Familie und dass man mich noch lange braucht für irgendwelche Aktivitäten. Persönlich wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe, das ist einmal das Wichtigste. Ich wünsche mir noch, dass die Menschen, die Leute ein bisschen friedlicher noch werden, dass man ein bisschen nachdenkt und nicht nur über das Geschäft redet. Und geschäftlich wünsche ich mir, dass so es so bleibt, wie es war. So ad hoc. Ja, eigentlich, dass wir alle gesund bleiben. Dass wir zufrieden sind und dass wir so wie es jetzt ist, eigentlich schön Ruhe weiter tun können. Dass wir gesund bleiben, fröhlich sein, lustig sein, kommod zusammenkommen und das Geschäft weiterhin gut geht. Gesundheit? Ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Hat man sich auch Vorsätze für das neue Jahr genommen? Diese persönlichen Vorsätze, ist deshalb schwer zu offenbaren, weil man dann nie weiß, ob man sie einhalten kann oder nicht. Aber ich habe eine Menge, natürlich. Eigentlich nicht. Ich mache mir jedes Jahr, habe ich mir immer Vorsätze gemacht. Ich bin dann draufgekommen, ich kann es sowieso nicht einhalten. Der alte Schlendrian kehrt wieder ein. Vielleicht ein bisschen bewusster leben und ein bisschen vielleicht mit der Zeit etwas mehr haushalten. Aber man ist dann ein Getriebener, man kann eh nicht aus. Aber wenn man es sich vielleicht vornimmt, vielleicht gelingt es dann.